Jo, was geht? Zweiter Teil vom Roadtrip. Wir sind nicht mehr in Bosnien, wir sind mittlerweile schon wieder in Kroatien. Schauen uns heute mal ein paar Wasserfälle an. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, erstmal abchecken. Link ist hier oben. Wir sind jetzt schon beim ersten angekommen. Vielleicht hört man ihn im Hintergrund, weil er ist. Den werden schon einige von euch kennen. Wir schauen ihn uns trotzdem nochmal an, weil Felix noch nicht da war. Ich denke, springen werden wir ihn nicht, weil es doch ziemlich kalt ist. Viel zu kalt. Wir sind ein bisschen verwöhnt gewesen. In Dubrovnik waren es ja so 10 bis 13 Grad tatsächlich. Und hier jetzt minus 0. Minus 0. An die 0 Grad, knapp an der Minusgrenze. Deswegen sparen wir uns eine Session hier, aber schauen ihn uns trotzdem mal an. Ja, super schön, sieht echt auf jeden Fall schön aus. Muss man auf jeden Fall im Sommer mal herkommen und dann definitiv springen. Für uns geht's jetzt weiter. Wir gehen zum nächsten Wasserfall, der auch deutlich höher ist. Wir wissen nicht, ob genug Wasser drin ist. Richtig, richtig. Es wird spannend. Kollegen von mir waren da schon mal und die meinten, man muss sehr, sehr aufpassen. Deswegen machen wir uns auf den Weg und checken den mal ab. Wir sind am nächsten Wasserfall angekommen. Was ist das denn? Hä, was ist denn hier los? Keiner von uns war bis jetzt hier und wir haben uns den angeschaut. Er ist einfach ziemlich schön, riesig groß. Ja. Wir zeigen den euch jetzt erstmal. Er sieht Hammer aus. Sieht auch richtig hoch aus. Wir wissen allerdings nicht, wie hoch genau. Deswegen hat Felix das Maßband am Start. Wir messen es ab. Wir schätzen mal, dass man hier abspringen kann. Eventuell über dem Wasserfall und dann noch leicht daneben aus dem Felsen. Müssen allerdings auch schauen, ob es tief genug ist. Man sieht ganz klar noch den Boden. Auch hier in diesem Bereich sieht man noch die Steine. Hier in der Ecke auch ziemlich. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie tief es ist. Felix, walte deines Amtes. Mess mal ab. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir? 21,5. Oh. So 21,5 ist eine Hausnummer, ist ein hoher Sprung. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum abzutauchen, deswegen müssen wir uns umziehen. Wobei unser Neo sehr, sehr nass und kalt sein wird von der Monster Session. Deswegen umziehen, viel Spaß. Ja. Wir haben uns umgezogen und wir haben drüben ein Seil entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob ich hinzeige, ich glaube hier irgendwo ist es. Deswegen werden wir jetzt einmal außen rum gehen und den ganzen Weg runter. Sehr, sehr ärgerlich, weil das Wasser nicht wirklich tief ist. Es ist allerhöchstens 3 Meter. Auf der Höhe ist schon sehr, sehr gefährlich. Ich werde trotzdem einen einzigen Sprung machen. Ich werde schauen, dass ich relativ unsauber lande, dass ich möglichst nicht tief komme. Aus der Höhe bin ich raus, weil ich mag lieber, dass ich einen Rip und schön reinkomme. Nicht auf dem Boden, dafür Vollgas auf den Arsch und es hat echt ziemlich weh auf der Höhe. Hat auch echt mega geknallt, Mann. Ich würde gern sagen, das war es wert, aber war es einfach nur weh. Ich kann euch nur empfehlen, macht das nicht. Also es ist halt dumm, wenn man es gerade gemacht hat, sowas zu sagen, aber ich kann relativ abschätzen, was ich so vertrage. Ich weiß, dass es mir gut gehen wird, macht sowas nicht nach. Wenn ihr wisst, es ist nicht tief genug, auf keinen Fall springen. Ich habe halt doch noch nicht die Erfahrung, die der Reinhard hat. Und deswegen auf so einer Höhe dann in so nicht tiefes Wasser zu springen, macht für mich einfach keinen Sinn. Es gibt auch genug andere Spots. Auf jeden Fall. Neuer Tag, neuer Spot, Felix. Ja. Wir sind immer noch in Kroatien. Altbekannter Spot für die länger Zuschauenden von euch. Wir sind im Pula, waren hier schon sehr, sehr oft. 7 bis 8 Meter Klippe. Ich bin das erste Mal da. Wir haben jetzt über Nacht noch Besuch bekommen. Fabi Jordan und seine Freundin sind mit am Start. Wir werden uns die nächsten 2 Tage noch begleiten, ein bisschen mit uns springen. Da wir ein bisschen Abwechslung hier wollten, haben wir das Minitramp auch mitgenommen. Ihr seht auch den Besen, heißt, es könnte vielleicht eine Hexe geben. Auf jeden Fall starten wir jetzt gemütlich mit einer Session von hier.
Die erste Session ist beendet. Wir sind jetzt auf eine niedrige Klippe gegangen, haben Stramp aufgestellt. Hier sind die Bedingungen allerdings nicht so gut. Das Stramp steht sehr, sehr steil. Heißt, man wird eher mehr nach oben geschossen, anstatt nach vorne. Da müssen die Jungs auf jeden Fall aufpassen, dass sie weit genug rauskommen. Unten ist noch ein kleiner Fels im Wasser. Aber ich denke, alles in allem auf jeden Fall sinnvoll, erstmal von hier unten zu üben. Ich werde gleich mal den ersten Sprung versuchen, schau, wie sich Stramp verhält. Felix wird es halten, weil es alles andere als sicher steht. Erster Sprung absolviert. Es verhält sich so lala. Ich muss sagen, besonders gut ausnutzen kann man es nicht, weil man einfach vorsichtig ist. Man schaut, dass man schön weit rauskommt. Ich bin mir sicher, oben steht es noch besser, da kann man richtig raushauen. Das heißt, für Felix den ersten. Wie hat es sich angefühlt? Eigentlich ganz gut. Machen wir gleich nochmal einen. Felix, Versuch Nummer 2, diesmal auch ordentlich gefilmt. Ja, sogar fast schon drüber. War gut. Von oben gehen 3. Yes, der Einhalb hat gut funktioniert. Noch irgendwas anderes vor? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Passt. Der nächste Versuch. Oh, Barani. Allzu viel lässt sich hier nicht machen, weil es einfach niedrig ist, man durch den Neo extrem schwer ist, wenn er nass ist und auch der Anlauf nicht so der Hit ist. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das Tramp einfach mal mit rauf, schauen, was von oben drin ist. Wir haben es aufwendigst hochgetragen. Ich habe es hochgetragen. Kein anderer hat mir geholfen. Ja, stimmt. Felix hat das meiste gemacht. Felix ist umgezogen. Was ist da los? Ja, mir ist zu kalt. Ich schaue lieber zu, wie sich der Reinhard ablegt. Danke, Felix. Ich fange jetzt auch erstmal mit den leichteren Sprüngen an. Erstmal Doppelsalto, halbe Schraube. Wie war's? Ja, echt nice. Also das Setup ist gut, Stramp steht stark. Ich bin mir sicher, da kann man noch ein paar gute Tricks raushauen. Ich versuche jetzt noch eine Schraube im zweiten Salto dazuzufügen, heißt Suki voll. Schauen wir mal, was rauskommt. Auch wieder ziemlich easy. Jetzt versuche ich Vorwärtssalto, 1,5 Schrauben zu Rückwärtssalto. Und wenn der gut klappt, dann haue ich da im zweiten Sprung auch nochmal eine Schraube mit rein. Ist eigentlich nicht so meine Stärke, der Sprung, aber hat echt gut geklappt und mega viel Zeit gehabt. Ich denke, jetzt versuche ich mal einen Randy Haare, heißt Vorwärtssalto 2,5 Schrauben zurückwärts. Der sollte dann eigentlich auch easy drin sein. Also Randy Haare war zwar easy, aber für den Ali Haare, also noch eine Schraube dranhängen, war mir der zu unsicher, weil ich einfach zu viel Salto schon hatte in den Schrauben und ich dadurch ein bisschen Angst habe, dass ich dann die Orientierung verliere, den Salto komplett drüber haue. Deswegen werden wir jetzt generell mehr auf Saltos gehen. Ich mache den dreifach Vorwärtssalto mit halber Schraube im letzten. Triffes. Ja, Triffes müsste auch drin sein. Ja, hat eigentlich auch gepasst. Ich bin mir unsicher, was ich als nächstes machen soll. Ein Dreifachsalto mit 1,5 Schrauben, also nochmal eine Schraube mehr im ersten Salto. Wird auf jeden Fall eng. Ein bisschen Glück gehabt, ich habe die Beine nämlich fast nicht erwischt, bin ziemlich offen rumgeflogen, aber ist nochmal gut ausgegangen. Jetzt denke ich, mache ich eher leichtere Sprünge, die vielleicht technisch anspruchsvoll sind. Mache einen Doppelvorwärtssalto mit Split, habe ich vom Tramp glaube ich auch noch nie eigentlich gemacht. Oh, jetzt geht's aber ab. Jetzt läuft's. Ich würde sagen, es wird Zeit für eine Hexe. Oh! So, die Hexe lebt noch. Ja, das war natürlich noch nicht alles, was die Hexe so drauf hat. Wir machen gleich noch einen Sprung. Mit der Hexe beenden wir die Session hier. Es hat mega Spaß gemacht, also ich muss sagen, das Tramp Setup hier ist der Hammer. Wir, denke ich mal, hauen jetzt eine kleine Essenspause rein, oder Felix? Auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben schon gut Hunger. Jetzt kommt's, das lange erwünschte, ersehnte Dosenöffnen-Tutorial. Ich verrate noch nicht zu viel, aber es wird innovativ. Dranbleiben. Wir sind wieder zurück am Auto. Ihr habt ein bisschen was verpasst. Wir haben noch ohne Film ein paar Sprünge gemacht und ja, dann ist passiert, was passieren musste. Felix hat es heraufbeschworen. Ich bin schuld. Ich habe gesagt, Reinhard soll sich ablegen. Ich schaue lieber zu, wie sich der Reinhard ablegt. Mich hat es auch ordentlich hinkaut. Keine Luft bekommen, der Schlag auf dem Rücken war extrem. Ich habe auch Blut gespuckt. Mittlerweile geht es mir wieder einigermaßen, atmen fällt noch ein bisschen schwer.
Aber alles in allem, denke ich mal, habe ich es gut weggesteckt. Jetzt machen wir gleich weiter mit dem Tutorial. Für die heutige Methode eignet sich am besten Suppe. Ich habe leider nur den Sauerkrauttopf von Aldi für 20 Euro. Und wie man den am besten aufmacht, ohne die Lasche zu benutzen, zeige ich euch jetzt. Alles, was ihr dafür braucht, ist eben diese Dose und ein Pfeil und Bogen. Ich denke, jeder hat einen Pfeil und Bogen immer dabei. Dann einfach schön aufziehen. Treffen wäre gut. Siehe da, glatter Durchschuss, optimal. Dann nehmt man nur noch eine Strohhalm zur Hand und kann loslegen. Wenn euch das heutige Tutorial gefallen hat, schreibt doch gerne einen netten Kommentar, lasst einen Daumen hoch da, abonniert, falls ihr noch nicht habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Wir starten in den letzten Tag. Wir sind am wunderschönen Kap Kamenjak. Wir waren hier schon mal vor 3-4 Jahren. Ist auch wieder eine Weile her. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es ist sehr, sehr windig hier. Haben einen kleinen Fußmarsch vor uns und dann legen wir gleich los. Es gibt eine relativ hohe Klippe. Ich schätze, 12 bis 14 Meter ist sie. Das wird auch einen Sprung in ein Loch geben. Den habe ich noch nicht gemacht. Bin deshalb auch sehr gespannt drauf. Sagen wir, gehen mal runter. Hoffentlich ist da nicht so windig. Wir sind am ersten Spot angekommen. Erster Eindruck. Ja, sieht super schön aus. Die Frage ist halt, ob es tief genug ist. Abchecken und dann loslegen. Wir haben den Sprung ins Loch überlebt, gerade so, alle haben es gut überstanden, war auf jeden Fall scary. War mal eine coole Erfahrung, auch in so ein enges Loch zu springen. Ich muss sagen, dieses Dunkle hat sehr, sehr irritiert, aber alles in allem eine coole Erfahrung. Für uns war es das dann leider schon wieder mit dem Trip. Coole 6 Tage auf jeden Fall. War natürlich auch mega nice, dass Fabian und seine Freundin noch vorbeigeschaut haben. Was meint ihr, hättet ihr den Sprung ins Loch gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da, falls es euch gefallen hat. Abonniert, falls ihr noch nicht habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Haut rein.